Während der Westen des Landes über Eisregen und Blitzeis klagte, kam der Niederschlag im südlichen Sauerland zumindest tagsüber noch als Schnee herunter. Am Sonntagabend ging der Schnee dann bei minus 3 Grad auch hier in gefährlichen Eisregen über. Auf der Sauerlandlinie verzeichnete die Polizei viele Unfälle, die meistens mit Blechschäden glimpflich abliefen. Zwischen Lüdenscheid Süd und Meinerzhagen und zwischen Lüdenscheid Nord und Hagen Süd wurden allerdings insgesamt 3 Personen bei Glatteisunfällen leicht verletzt. Sie waren mit ihren Fahrzeugen in die Leitplanke gerutscht. Unangepasste Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn oder falsche Lenk- und Bremsaktionen waren oft die Ursache für die Crashs auf der A45. Die Räum- und Streufahrzeuge waren permanent im Einsatz und so hatte Straßen NRW die Situation unter Kontrolle. Wintersportfans kamen gestern voll auf ihre Kosten. Nur etwa 30 Minuten von Lüdenscheid entfernt tummelten sich viele Ski- und Rodelfreunde im Skigebiet Fahlenscheid. Längst kein Geheimtipp mehr, denn für den schnellen Ski- und Rodelspaß ist der Fahlenscheid nur wenige Minuten von der Autobahnabfahrt Olpe entfernt. Neben Schneekanonen und Skiliften wartet sogar ein Zauberteppich auf Rodel- und Reifenfans. Sebastian Stinn freute sich über das erste echte Wintersportwochenende der Saison. Ja, hier im Skigebiet Olpe-Fahlenscheid liegen im Moment 60 bis 80 cm Maschinenschnee und im Gelände liegen ca. 12 cm Naturschnee. Wir haben super Pistenbedingungen und das soll auch die nächsten 2 Wochen noch so weiterbleiben. Es soll kalt und frostig bleiben, die Sonne soll sich auch zeigen. Gute Aussichten also für die nächsten Tage. Die Lüdenscheiderin Stavrula Magido wollte direkt einmal den Rodelhang auf einem sogenannten Snowtube testen. Die rasante Abfahrt wurde allerdings von einem Fußgänger auf der Rodelpiste etwas unsanft gestoppt, wie die Bilder der Stirnkamera zeigen.